die Sünde gegen dir. Eine Schande, dass man wegen dieses irischen Packs nicht mal mehr ausschlafen kann. Wochenlang immer dasselbe. Keine Zeit zum Frühstück mehr. Prost. Sie sehen auch schon ganz unterernährt aus. Übrigens, die paar verhungerten Bauern hätten wir weiß Gott auch am hellen Tag aus ihren Häusern holen können. Ja, ja, dass wir die ganze Gegend wieder vom Hals haben. In Perik haben sie gestern wieder einen Polizisten erschlagen. Diese Aufständischen werden immer dreister. Dahinter steckt nur der Opperheim mit seinen Leuten. Der mag nur kommen. Diesmal haben wir vorgesorgt. 5 Uhr. Los. Aufbrechen! Vorwärts! Sie heißen? Fred Merlins, Sheriff. Fred Merlins, stimmt. Sie haben seit 2 Jahren die Pacht nicht bezahlt. Pacht? 35 Pfund. Das Haus und das Land sind mein Eigentum. Ich habe niemand Pacht zu zahlen. Das Land gehört der englischen Krone. Sind Sie bereit zu zahlen? Woher soll ich das Geld nehmen? Die Ernte ist verfault. Tausende von uns sterben vor Hunger. Und dabei soll ich Pacht zahlen? Ja, Herr, wovon denn? Das ist Ihre Sache. Tun Sie Ihre Pflicht, das Haus ist sofort zu räumen. Mein Haus? Räumen? Nein! Nein, nein, nicht hier hinein. Lass da. Weg da, oder? Gott will Sie strafen, Herr. Für all das Elend, das Sie mit uns gemacht haben. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Zu Gott habe ich gute Beziehungen. Was ist das? Die Schweine reden dich? Kein Verlust! Halt ihn auf! O'Brien. Langsam werden Sie ja dahinter kommen. In Ruhe lassen sollen. Na, die letzten paar Mal haben sie ganz schön Zunder gekriegt von uns. Verdammt, das werden ja immer mehr. Schnell zurück, bringt euch in Sicherheit. Haben uns erwartet. Gibt sie, los, los, los. Hättest der dicken Wanze noch ein Loch in den Schädel gepustet. Was verdient dieser Menschenschinder? Macht schnell! Sie schneiden uns den Weg ab! Michael! Was ist denn, Michael? Nichts. Mach, dass du wegkommst. O'Brien! 100 Pfund, wer fängt? Lebt oder tot? Schnell, sie kommen schon. Geh, ich befehle es dir. Nein, Michael, ich lasse dich nicht allein. Die Angeklagten haben gestanden, Mitglieder eines Geheimbundes zu sein, der den gewaltsamen Umsturz der bestehenden Staatsordnung und die Loslösung Irlands von dem Vereinigten Königreich zum Ziele hatte. Das ist Hochverrat. Hochverrat? Wir haben niemanden verraten. Wir haben für die Freiheit unseres Landes gekämpft, das ihr Engländer verraten und verkauft habt. Bei den verbrecherischen Unternehmungen der Angeklagten wurden brave englische Soldaten überfallen. Ein ehrbarer, hoch angesehener Sheriff wurde bei Ausübung seiner Pflichten erschossen. Das ist Mord. Mord? Ihr habt uns aus unseren Häusern vertrieben. Ihr habt uns in Gegenden zusammengepresst, wo es keinen Baum gab, um sich zu erhängen. Kein Wasser, sich zu ertränken. Nicht Erde genug, um einen Toten zu begraben. Tausende und Abertausende sind im letzten Jahr am Hunger gestorben. Ihr habt sie verhungern lassen. Das ist Mord! Genug! Meine Geduld ist zu Ende. Ich verkünde das Urteil. Im Namen seiner Majestät des Königs von Großbritannien und Irland. Die Angeklagten Michael O'Brien, Goldschmied. Raymond David, kaufmännischer Angestellter. Richard Sullivan, Transportarbeiter. Patrick Pollock, Schriftsteller. Emmett Doyle, Student.
Thomas Byrne, Universitätsprofessor, werden zum Tode durch den Strang verurteilt. Wir protestieren gegen dieses gemeine Verfahren. Gegen die Rechtsgültigkeit des Verfahrens gibt es keinen Einspruch. Das Urteil wird binnen 24 Stunden vollstreckt. Urteil? Dieses Urteil wird auf euch zurückfallen! Abführen! Ihr seid Richter! Bezahlte Mörder seid ihr! Hinaus! Ohne Verhör, ohne Verteidigung, wie erbärmlich seid ihr doch! Zu sein. Schade, dass es so kurz ist. Mach dir keine Sorgen, Dick. Wir haben viel Zeit bis zum jüngsten Tag. Ja, ein bisschen sehr lange. An was denkst du, Michael? An Mewe. Der 14. September. Heute wollten wir heiraten. Ihr Anliegen ist etwas ungewöhnlich, Miss Fleming. Gestatten Sie mir die Bemerkung, dass ich Ihre Absicht für sehr unüberlegt halte. Die Verbindung mit einem Terroristen kann Ihre ganze Zukunft zerstören. Meine Zukunft ist zerstört, Herr Major. Ich liebe Michael O'Brien. Und er ist zum Tode verurteilt. Tut mir leid, aber es ist unverständlich, dass ein Mann, der eine so entzückende Braut hat wie Sie, Dinge begeht, die ihm den Hals kosten. Das heißt, dass Sie meine Bitte abschlagen, Herr Major? Aber nein, ganz und gar nicht, mein liebes Kind. Wir Engländer sind keine Unmenschen. Wenn Sie unbedingt darauf bestehen... Ich danke Ihnen. Darf ich ihm selbst die Nachricht bringen? Auch das. Sie sehen, ich tue mein Möglichstes. Ich überschreite damit meine Befugnisse, aber wir können einer so schönen Frau etwas verweigern. Darf ich jetzt gehen? Bringen Sie die Dame ins Sprechzimmer. Der gefangene O'Brien soll vorgeführt werden. Jawohl, Sir. Dass ich dich noch einmal sehen kann. Tut es sehr weh? Nicht mehr. Weißt du schon? Das Urteil? Ich weiß. Du musst es tragen, Mewe. Michael, hast du daran gedacht, dass heute unser Hochzeitstag sein sollte? Oh ja. Du, ich habe mit dem Kommandanten gesprochen und wir können heute noch getraut werden. Heute? Jetzt? Hier im Gefängnis? Nein, Mewe, das kann nicht sein. Du darfst meinen Namen nicht tragen. Er würde dich brandmarken. Er wird mich stark machen. Dieser Name. Mich. Und dein Kind. Mein Kind. Unser Kind. Mein Kind. Ist das wahr? Ich möchte deine Frau werden. Denn unser Sohn soll deinen Namen tragen. Den Namen Michael O'Brien. Frage ich dich, Michael O'Brien,
freiwillig und ungezwungen, wie wir Fleming zu deiner Ehefrau machen? Ja. Mewe Fleming, ist es dein aufrichtiger und fester Entschluss, Michael O'Brien zu deinem Ehemann zu nehmen? Ja. Dann reicht euch zur Bekräftigung dieses heiligen Gelöbnisses die Hände. So erkläre ich euch für Mann und Frau, bis dass der Tod euch scheidet. Bis das uns scheint. Die bewilligte Zeit ist vorüber. Bitte gönnen Sie ihn doch noch ein paar Minuten. Mewe, du wirst in deiner schwersten Stunde allein sein. Sprich doch nicht von mir, Michael. Nimm das. Ich habe es von meinem Vater. Immer der Beste unter uns soll es tragen. Möge es später einmal unser Sohn sein. Gott gebe es. Jawohl. Mewe.
wenn er vergisst, dass Politik macht, dem ist alles vergessen. Schreiben Sie den Kopf ein, keine Ehre, keine Kasse, denn Sie sind doch nur frei. Herr Kollege, Sie wissen doch, dass die Zoll nicht gesungen werden. Welches Lied? Ach so, ja. Hallo? Eben, das ist immer dieser Neue, wie heißt der denn gleich? O'Connor! O'Connor! Komm. Mr. Cork? Ihr sollt doch nicht mal dieses Lied singen. Du fängst immer damit an, ich habe es genau gehört. Jawohl, Mr. Cork, aber das Lied ist doch gerade so lustig. Lustig? Hoffentlich hat es der Rektor nicht gehört. Sie mir denn immer Ärger machen, wie? Na, also, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr aufschlussreich, diese Liste von Zöglingen, die Sie dem Secret Service eingeschickt haben. Es sind da einige interessante Namen darunter. Hier bitte. Fogerty, O'Higgins, O'Brien. Lauter Söhne, deren Väter uns früher mal viel zu schaffen gemacht haben. Aber das liegt viele Jahre zurück. Wir haben doch gerade diese Jungen mit voller Absicht bei uns aufgenommen. Unsere großzügigen Erziehungsmethoden, das Zusammenleben mit jungen Engländern aus den besten Häusern, wenn wir ihnen erst beigebracht haben, Englisch zu denken, dann haben wir gewonnen das Spiel. Nicht umsonst zahlt der englische Staat für jeden dieser Burschen jährlich 60 Pfund Zuschuss. Übrigens, was mich angeht, ich bin kein Freund dieser sanften Erziehungsmethoden. Aus einem jungen Wolf macht man auch bei der besten Behandlung keinen Schoßhund. Gewiss, vergessen Sie das nicht. Jawohl, Mr. Croke. Damit du dir mal ansiehst, wie fair gespielt wird, musst du jetzt Schiedsrichter sein. Jawohl, Mr. Croke. Du gehst dafür ins Spiel. Schlagen ist verboten, das weißt du doch. Besonders, wenn es jemand sieht. Ach so, Sie meinen, man darf alles, man darf sich nur nicht dabei kriegen lassen, naja. Stören bloß nicht, du benimmst dich wie ein altes Weib. Lass ihn doch. Ich möchte dich mal sehen, wenn du den Ball in den Leib bekommst. Ah, unser Neuer. Glaubst du, dass ich dann auch so jammern würde wie das Mädchen da? Natürlich würde ich. Los, los, weiterspielen! Versuch's doch mal! So, jetzt können wir weiterspielen. Sämtliche ihr stehen bei uns unter schärfster Beobachtung. Sie kennen ja unser Lehrpersonal. Haben ja einige selbst ausgesucht. Weil ich keine unliebsamen Überraschungen erleben möchte, mein lieber Rektor. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich unter den Schülern auch einige Vertrauenspersonen? Wie meinen Sie das? Ja, weil die jungen Leute reden untereinander doch viel freier als ihren Lehrern gegenüber. Das ist eine alte Tatsache. Übrigens, wie macht sich mein Neffe bei Ihnen, der kleine Henry? Sehr gut. Er ist keine Leuchte. Ich meine, er ist kein Musterschüler. Aber der Spross einer so einflussreichen Familie wird bei uns natürlich seinen Weg machen. Das habe ich nicht anders erwartet, Herr Rektor. Mach schnell, du kommst nicht jetzt recht. Das mit dem Ball vorhin, das war nicht anständig von mir. Tut mir leid. Warum? Ich habe dich doch herausgefordert. Sag mal, was hast du eigentlich gegen mich? Seit 8 Tagen bin ich hier auf der Schule, alle anderen sind nett zu mir, nur du nicht. Was habe ich dir eigentlich getan? Nichts. Gar nichts. Du gefällst mir nicht, das ist alles. Und warum gefalle ich dir nicht? Darf ich das vielleicht wissen? Was du dich aushören willst? Du bist mir zu fein, mein Lieber, zu viel Seide. Solche geschniegelten, verwöhnten Burschen wie du, die passen nicht hierher, verstehst du? Lass das sonst! Was denn? Was sonst? Na, vielleicht habe ich dir doch noch recht getan. Na los! Ja. Henry! Überschlagen! Gibt ihm! Genau! Das ist verboten, ich werde euch melden! Jetzt! Ja. Gibt ihm! Los, Michael, auf, gib ihm! Fällt euch auf die Nase! Achtung, ich komme reingekommen! Na, was war denn hier los? Hm? Du blutest? Ja, was war hier los? Ach, ich bin vorhin ausgerutscht, Mr. Cook. Das stimmt nicht! Was stimmt nicht, Beverly? Ja, es war wirklich ganz harmlos. Er ist ausgerutscht. Mhm. So,
Ein harmloses Ausrutschen mit Nasenbluten. Also ein Epistaxis not periculosa causa, na? Na? Aha. Wenn er was wissen soll, dann weiß er es nicht. Ja, ja, Contusio. Contusio. Du musst übrigens mal zum Rektor kommen, dein Herr Onkel ist da. Jawohl, Mr. Hawk. Die anderen dürfen sich auch ruhig ein bisschen beeilen. Sehen Sie nicht zu schwarz, Sir George? Das Land ist doch absolut ruhig. Das sieht nur so aus, mein lieber Rektor. Immer noch gibt es einige Unzufriedene, die das Volk aufputschen. Dieser DeVoy zum Beispiel, das ist der gefährlichste von allen. Erst diese Nacht noch hat er mit seinen Leuten das neue Marinedepot in die Luft sprengen wollen. Im letzten Augenblick haben wir davon Wind bekommen. Na und? Er ist entwischt. Aber er ist bei der Verfolgung verwundet worden. Weit kann er nicht kommen. Diesmal entgeht er mir nicht. Herein. Draußen ist der Schüler Beverly. Er soll hereinkommen. Sergeant Duffy. Nein, Sir. Ein Sergeanten Duffy von den Royal Kilders. Den gibt's nicht mehr. Seit damals. Sie kennen Duffy? Ja. Er war als Sergeant mit mir in Indien. Auch so ein irischer Dickschädel. Na, da bist du ja, mein Junge. Hier, dein Rektor, hat mir schon erzählt, wie fleißig und tüchtig du bist. Na, setz dich doch. Na, lass dich mal anschauen. Prächtig siehst du aus. Na, sag mal, wie gefällt es dir eigentlich hier? Ja, kann ich mir schon denken. Na, wie stehst du nun mit deinen Mitschülern? Gut, sehr gut. Ich bin sehr beliebt. Ja, natürlich, das dachte ich doch. Hör mal, du könntest mir da einen kleinen Gefallen tun. Dass mir der Kerl noch mal über den Weg laufen muss. Wer denn? Der Beverly. Und den Jungen siehst du doch... Na, den Jungen, es handelt sich nicht um den Jungen, es handelt sich um den Alten. Sir George, den Onkel. Ich hab gar nicht gewusst, dass du überhaupt einen Onkel hast. Ich auch nicht. Ja, das ist er, der da in der Mitte. Ist das der Kerl, der damals in Indien... Ja, das ist er, der Herr Major Beverly. Was, Kamerad? Ein feiner Kamerad warst du. Hast deinen Sergeanten mit einem Schuss im Schenkel ganz einfach liegen lassen. Hast ihm noch die letzte Wasserflasche weggenommen, bloß um dein eigenes, kostbares Leben in Sicherheit zu bringen. Das Bein wäre zu rettigen gewesen, sagt der Arzt, aber so, Blutvergiftung. Erschießen hätte man den Schweinehund sollen. Ah, erschießen, hast du eine Ahnung. So feine Leute wie die Beverleys werden in England nicht erschossen. Das Victoria-Kreuz hat er bekommen wegen Tapferkeit vor dem Feind. Ist das nicht ein feiner Witz? Und später in England hat er von der Regierung noch einen hohen Posten bekommen. Hast du auch einen Posten bekommen bei der Regierung? Nur keinen sehr hohen. Aha. Bist doch nur ein Ire, der dumm genug war, für England in den Krieg zu gehen. Fang nicht wieder damit an! Ich bin Soldat! Ich kümmere mich nicht um Politik! Und die Rechnung mit diesem Herrn wird auch noch mal beglichen werden. Was passiert sein? Das sind unsere Leute. Nee. Robert DeVoy. Er wurde gestern Nacht verwundet. Wir haben ihn tagsüber versteckt. Schnell, kommen Sie herein. Er hat sehr viel Blut verloren. Und mein Name ist... Höchste Zeit, dass er in gute Pflege kommt. Er ist ausgewiesen, aber den Gefallen tue ich in England nicht. Noch nicht. Schnell, Nanny, Verbandszeug. Kann ich was zu trinken haben? Sofort, ich hole Ihnen was. Wir müssen einen Verräter unter uns haben. Die Sache in Kingstown war so gut eingefädelt. Kein Mensch wusste Bescheid, nur wir und... Null.
Er hat schon immer zu viel geredet. Wir müssen Gewissheit haben. Übernimmt das Coleman und Ryan. Ja. Und wenn ihr sicher seid, dann... Noll hat die gefährliche Angewohnheit, nachts bei erleuchteten Fenstern zu arbeiten. Ich verstehe schon. Gut. Thomas, du übernimmst es, mir ein neues Quartier zu suchen. Ich kann hier nicht so lange bleiben. Das wäre zu gefährlich für Maeve. In Ordnung. Kommt. Ihr wollt schon gehen? Ja. Wir haben noch etwas zu erledigen. So, trinken Sie das. Es wird Ihnen gut tun. Fein, großartig! Sonst haben Sie gar nichts erfahren? Dieser DeVoy kann doch nicht einfach vom Erdboden verschwunden sein. Natürlich nicht. Er ist sogar sehr lebendig, der Herr. Erst diese Nacht hat er mir meinen besten Agenten umlegen lassen. Den Neuen. Neuen? Mhm. Durchs offene Fenster. Ach. Und hinterher hat die Bande an die Tür noch ein Schild angemacht. Macht den Mund nicht so weit auf. Frechheit. Höchste Zeit, dass wir den Kerl erwischen. Gott sei Dank kann er sich mit seinem verwundeten Arm nirgends sehen lassen. Man soll's annehmen. Man müsste ein paar tüchtige Leute einsetzen. Na, daran scheint es überhaupt bei euch zu fehlen. Halt den Mund. Hast du nicht vielleicht schon was rausbekommen? Ist nicht leicht. Ja, sollst du auf deiner Schule herumhören. Das ist gar nicht so einfach. Die Iren halten zusammen wie Pech und Schwefel, da kommt man nicht rein. Dann wirst du allerdings auf deinen kleinen Ford auch noch eine Weile warten müssen. Ich bin Rugby spielen. Kommst du mit, Mac? Nein, heute nicht. Ich gehe Tennis spielen. Das Schönste von der ganzen Woche, von der freien Nacht. Da kann man sich mal gründlich ausschlafen. Musst du wohl stillhalten? Auch zu nichts zu gebrauchen. Abhörst du. Nein, ich will nicht. Ich lasse mich nicht lange von dir herumkommandieren. Ich bin nicht dein Kammerdiener. So, du willst nicht. Nimm die Bürste. Nein. Unser Fräulein wird energisch, wer hätte das für möglich gehalten. Ich zähle bis drei. Eins. Schlag mich doch. Zwei. Du stoppst drei. Du wirst die nicht schlagen, hörst du? Willst du mich vielleicht daran hindern? Allerdings. Es ist feige, eine Schwächerin zu schlagen. Spiel dich nur nicht so auf. Wir brauchen hier kein Kindermädchen. Habt ihr das gehört? Der Neue will uns Vorschriften machen. Recht hat er. Na endlich. Schon lange habe ich darauf gewartet, dass du mal Krach machst. Lass dir nicht immer alles gefallen. Nur ein bisschen Courage muss man haben. Und du, Henry? Hast du gehört, was der Patrick eben gesagt hat? Von heute an wirst du Rohre in Ruhe lassen. Ich weiß gar nicht. Oder du hast es mit uns beiden zu tun. Wie war, Patrick? Jawohl, Michael. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Warum diese Drohungen? Ich bin doch der Letzte, der hier Unfrieden sticken will. Ich weiß gar nicht, was ihr plötzlich alle gegen mich habt. Du, Patrick, du hast doch hier jemanden in der Stadt. Möchtest du nicht mit mir kommen? Meine Mutter würde sich sehr freuen. Ja, gerne. Rory kommt ja auch mit. Ja, natürlich. Schön habt ihr es hier. Ja, den Garten hat Vater noch angelegt. Mutter wollte, dass alles so bleibt. Dein Vater lebt nicht mehr? Nein, du, Patrick. Eines Tages wirst du es ja doch erfahren. Mein Vater wurde von den Engländern hingerichtet, noch bevor ich zur Welt kam. Armer Michael. Jetzt verstehe ich auch alles. Komm, jetzt musst du meine Mutter kennenlernen. Da ist sie ja. Mein großer Junge. Meine beiden Freunde, ich habe dir ja schon von ihnen erzählt. Das ist Rory. Ah, das Nesthäkchen. Wie groß sie sind. Und das ist Patrick. Er ist noch neu bei uns. Wollen Sie mir nicht auch die Hand geben? Doch, natürlich, verzeihen Sie. Ich habe ja gar nicht gewusst. Was haben Sie nicht gewusst? Dass Sie, dass Michael eine noch so junge Mutter hat. Das ist ja ein hübsches Kompliment, was Sie mir da machen. Ich war Mutter, sieht noch sehr jung aus. Ich sag's ja immer, sie ist so Mäbe. Wenn wir uns irgendwo zusammen sehen lassen, halten Sie Leute weiß für Geschwister. Stimmt's, Mäbe? Aber Michael, du sollst doch nicht immer Mäbe zu mir sagen. Du willst wohl deine alte Mutter durchaus in Verlegenheit bringen. Jetzt kommt aber sonst wieder Tee kalt und Mann wird böse. Patrick, wo bleibst du denn? Dort das Fenster. Ist das dein Zimmer, Michael? Nein, das ist das Schlafzimmer meiner Mutter. Mein Zimmer liegt hinten heraus. Aber jetzt komm endlich. Ja, ich komme schon. Sie nennen mich immer Fräulein. Früher habe ich mich darüber geärgert, aber jetzt macht mir es gar nichts mehr. Ich finde gar nicht, dass Mädchen so was Schlappes. Und Sie, Patrick? Sie sagen ja gar nichts. Was soll ich dazu sagen? Ich habe nicht viel Frauen kennengelernt.
Eigentlich nur meine Großmutter. Sie hat ein Geschäft drüben in Amerika. Hat nie viel Zeit für mich übrig gehabt. Sie haben Ihre Eltern früh verloren? Ja, gleich als wir nach drüben kamen. Kommen Sie nur recht oft. Ich bin sehr froh, dass Sie und Michael sich angefreundet haben. Vielleicht können wir beide auch gute Freunde werden. Oh, das wäre sehr schön. Schon gleich 6. Jetzt müssen wir aber gehen. Was, jetzt schon? Ja, wir müssen erst zum Abendbrot zurück sein. Du musst sicherlich mit deiner Mutter noch allein sein wollen. Ja, bleib noch einen Augenblick, Michael. Dein Vormund wollte dich noch sprechen. Also, bitte. Aber das nächste Mal müsst ihr länger bleiben. Ich bringe euch hinaus. Vielen Dank auch für den schönen Nachmittag. Keine Ursache, Rory. Lassen Sie sich mal wieder sehen. Und auch Sie, Patrick. Ich werde mich immer freuen, wenn Sie kommen. Was ist denn? Du bist ja so still. Hast du nicht gefallen bei uns? Oh, doch, Michael. Das war der schönste Tag meines Lebens. Gute Nacht. Gute Nacht. Wer diesen tiefsten Sinn des englischen Herrschaftsanspruches, nämlich seine große zivilisatorische Sendung, begreift und danach handelt, wird stets ein freies und sorgenloses Dasein führen. O'Brien! Was hast du denn? Ich weiß nicht. Ich muss mich erkältet haben. Armer Kerl. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes, wie? Solltest du aber während meiner Ausführung noch einmal husten, dann werde ich dich leider einsperren müssen, verstanden? Jawohl, Mr. Barrington. Du kannst gleich stehen bleiben. Wiederhole, was ich vorige Stunde über die englische Kolonialpolitik gesagt habe. Na? Schon vergessen? Sollte mir leid tun für dich. Englands Kolonialpolitik ist von jeher von dem großen Gedanken der christlichen Nächstenliebe beherrscht gewesen. Wenn es auch mitunter nötig war, Gewalt anzuwenden, rücksichtslose Gewalt, so geschah dies nur dann, wenn unreife Völker sich auflehnten gegen Maßnahmen, die nur zu ihrem Besten waren. Gelernt hast du das gut, mein Junge. Aber dir fehlt der Glaube. Sitzen. Von dem Kolonialbesitz Englands in Europa haben wir über Zypern und Malta schon gesprochen. Wir kommen nunmehr zum wichtigsten Stützpunkt. O'Connor! Wovon sprach ich eben? Du fällst mir nicht zum ersten Mal auf, O'Connor. Möchtest du uns vielleicht sagen, wo du mit deinen Gedanken bist? Vielleicht interessiert uns das auch. Worüber wir gesprochen haben, hat der Kennedy bereits zugeflüstert. Er erhält dafür 2 Sonntage Ausgehverbot. Also, welches ist unser wichtigster Stützpunkt in Europa? Das wird uns sicherlich sagen können... Beverly. Natürlich Gibraltar. Gut, Beverly. Aufhin. Pause. O'Connor. Der Herr Rektor hat das dringende Bedürfnis, dich zu sprechen. Los. Hallo, Patrick, viel Vergnügen. Ihr Affen. Na, irgendetwas stimmt doch da nicht mit Patrick in der letzten Zeit. Es ist nicht nur mir aufgefallen. Alle Lehrer klagen, ohne Ausnahme, dass deine Leistungen merkwürdig zurückgegangen sind. Mr. Streut, unaufmerksam. Das muss doch einen Grund haben. Ich weiß nicht. Du hältst dich in letzter Zeit auffällig von deinen Mitschülern fern. Wie kommt das? Ich bin immer viel allein gewesen, Herr Rektor. Ich könnte mir denken, dass etwas mit deinen Kameraden ist, was dich vielleicht in Gewissenskonflikte gebracht hat. Wenn das so ist... Ich weiß gar nicht, was Sie meinen, Herr Rektor. Natürlich, natürlich. Ich will mich selbstverständlich nicht in deine persönlichen Angelegenheiten drängen. Nur, wenn du jemals das Bedürfnis haben solltest, dich auszusprechen, dann wirst du stets bei mir Verständnis finden, Connor. Verständnis. Nötigenfalls Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Also, nimm dich etwas zusammen. Ich habe es einfach satt. Diese ewigen Besprechungen, Instruktionsstunden und Geheimversammlungen. Nicht so laut. Ja, warum geschieht denn nicht endlich etwas? Richtig. Warum jagen wir diese Lehre nicht fort und zünden diesen Kasten an, den sie uns sowieso nur zu Engländer machen wollen? Engländer mit Zylinderhüten und dazugehörigen Heuchelei. Ja, Paul, Elden. Wenn es mit Reden ginge, hättet ihr längst England erobert. Halt!
Ich verstehe euch ja sehr gut. Aber glaubt ihr, dass es mir Vergnügen macht, hier dauernd zu warten? Aber ich verlange restlose Disziplin. Es geht einfach nicht, dass jeder seine Privatmeinung hat. Ich halte Verbindung mit unseren Leuten und ich kann euch nur sagen, es dauert nicht mehr lange. Heute müssen wir uns darüber klar werden, wer von den Neuen zu uns gehört. Joseph Larkin? Larkin. Er scheint verschwiegen und zuverlässig. Ich wollte ihn auch schon vorschlagen. Gut. Ich selbst schlage Patrick O'Connor vor. Dieser geschniegene Michael! Du warst doch selbst gegen ihn. Ja. Aber ich habe ihn jetzt besser kennengelernt. Der hat sich sehr verändert in der letzten Zeit. Achtung, Brabbel, da? Du, mein Zettel. Oh. Oh. Sehr gut, sehr gut. Geistige Fortbildung. Deutsche Musik, Beethoven. Kennen Sie? Siebte? Nein, Brabbel merkt doch nie etwas. Wir können die Sache mit Patrick ja noch vertagen. Aber eins steht fest. Ich bürge für ihn. Müssen, Robert. Eigentlich ist das doch kein Leben. Immer gehetzt, von einem Ort zum anderen. Immer in dauernder Lebensgefahr. Sie dürfen jetzt nicht mutlos werden, Maeve. Sie haben ja Michael. Michael? Ja, habe ich ihn denn überhaupt noch? Nur einmal in der Woche darf ich ihn sehen. Ach, diese verhasste Zwangserziehung. Es dauert nicht mehr lange. Wann wird das alles einmal anders werden? Es wird anders werden, Maeve. Hoffentlich.
draußen, ich werde jetzt gehen. Ja, aber so können Sie doch nicht auf die Straße. Ich werde Ihnen die Schlinge abnehmen. Ich danke Ihnen, Maeve. Wofür? Wenn Sie nicht gewesen wären, ich weiß nicht, ob ich immer die Kraft gefunden hätte, alles zu ertragen. Ich hätte es keinem Besseren übergeben können als Ihnen, grobe Gewalt. Ich werde nachsehen. Wir müssen uns geirrt haben, es war nichts. Psst, ruhig darum. Seien Sie nur vorsichtig, Maeve, damit kein Verdacht auf Sie fällt. Du? Na? Wie war's? Woher weißt du? Ich weiß sogar, dass du Sachen in deinem Schrank hast, die dir gar nicht gehören. Kennst du das? Gib das Bild her! Du, ich dachte dir... So, oh, doch nicht so laut, da hast du's. Ich will's ja gar nicht. Hat vor deinem Schrank auf dem Boden gelegen. Ich hab's doch nur aufgehoben. Wenn du so schreist, wächst du das ganze Haus auf. Wirst du es Michael sagen? Aber was glaubst du von mir? Bin doch dein Freund. Ich könnte ihm nie wieder unter die Augen treten. Wenn ihr wüsstet, das darfst du nicht so schwer nehmen. Was ist denn schon dabei? So sind sie halt, die Frauen. Ich kenne das. Denen gefällt das doch mit so einem jungen, hübschen Kerl wie du. Du. Ich hab auch mal eine Frau... Ach, halt den Mund! Ist doch alles ganz anders. Sie weiß doch gar nicht, dass ich sie liebe. Das verstehe ich nicht. Warum denn das ganze Theater? Erzähl doch mal, wo ich doch schon alles weiß. Du, Henry, sag mal, was würdest du tun, wenn du eine Frau sehen würdest, die du verehrst wie eine Heilige, wenn diese Frau mit einem anderen... Weiter! Erzähl doch weiter! Was will denn die Nachteule? Er sucht Henry und Patrick. Sie sind nebenan. Patrick und Henry? Meinst du nicht, dass es vielleicht doch Michaels Vormund war? Vormund? Ein unklar Vormund, der sich im Schlafzimmer aufhält. Übrigens, das könnte man ja rauskriegen. Wie sah er denn aus? Na, mittelgroß, ziemlich breitschultrig, dunkel, einen Bart und... Ja, richtig, er hat einen Arm in der Binde. Einen Arm in der Binde, sagst du? Das ist ja großartig. Junge, hast du Glück gehabt, dass du ausgerechnet an Henry Beverly geraten bist. Beverly? Was macht ihr denn hier? O'Connor? Du bist ja angezogen, mitten in der Nacht. Was heißt das? Mir war so heiß, ich konnte nicht schlafen. So, du konntest nicht schlafen. Er hat mir geholfen. O'Connor? Wir sprechen uns morgen. Machst du ins Bett? Ich hab so wahnsinnige Leibschmerzen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss ins Lazarett. Das wird immer schlimmer. Können Sie denn nichts tun, Mr. Barrington? Hm. Wenn du krank bist, musst du natürlich ins Lazarett. Alles wieder hinlegen! Ich habe keine Leibschmerzen. Ich muss sofort meinen Onkel sprechen. So. Na, das kannst du doch mir auch sagen. Dafür sind Sie nicht zuständig, Mr. Barrington. Öffne, Nani.
O'Brien? Ja, Sie wünschen? Sie sind verhaftet. Warum? Das wird man Ihnen an geeigneter Stelle mitteilen. Ich habe nur meinen Befehl auszuführen. Wer ist noch in Ihrem Hause? Niemand außer meiner Dienerin und mir. Das soll mich für Sie freuen, wenn es stimmt. Los, Haussuchung. An das Schlafzimmer. Sie werden sich anziehen wollen. Ja, ja, komm, Nanny. Halt, das geht nicht. Ihre Dienerin kann Ihnen Ihre Sachen ja runterbringen. Ja, aber Sie werden mir doch nicht zumuten wollen, dass ich mich hier vor Ihnen und Ihren Leuten... Das wird sich kaum ändern lassen. Es sei denn, Sie ziehen es vor, in diesem Aufzug mitzugehen. Ich habe von euch keine andere Behandlung erwartet. Geh, Nanny. Sie wurden mir für die Gefangene. Lassen Sie nicht aus den Augen. Dann... Sag mal, Petrik, hast du eine Ahnung, wo das Bild meiner Mutter hingekommen ist? Ich habe sie doch vorgestern noch gezeigt und jetzt ist es weg. Woher soll ich das wissen? Du wirst es verloren haben. Oder glaubst du, ich hätte es dir weggenommen? Davon habe ich doch kein Wort gesagt. Was ist eigentlich los mit dir, Petrik? Du bist ja ganz verändert. Den anderen ist auch schon aufgefallen. Die sollen sich um ihre eigenen Sachen kümmern. Nein, Petrik, so ist das nicht. Schließlich gehören wir alle zusammen. Das geht einfach nicht, dass du deine Kameraden ohne Grund gegen dich aufbringst. Oder hast du am Ende doch einen Grund? Hey, Petrik, sag mal. Wie ist das mit Henry Beverly? Was hast du nachts für Heimlichkeiten mit ihm zu besprechen? Du weißt doch, dass ich dem Busch nicht traue. Du mit deinem ewigen Misstrauen. Ich weiß gar nicht, was du willst. Du weißt schon, was ich will. Henry ist ein sehr netter Kerl. Ihr tut ihm alle Unrecht. Gut. Du musst wissen, wem du deine Freundschaft schenkst. Es tut mir leid um dich. Oben ist nichts, Sir. Wir haben noch einmal alles gründlich durchsucht. Na, dann holen wir die... Was ist denn da los? Hier, das habe ich gefunden. Die Alte wollte es gerade verbrennen. Ich habe eins über die Finger gegeben und das alte Hundevieh erschossen. Armschlinge, Verbandszeug. Der Beweis. Gut einpacken. Wo ist die Wolle? Komm näher, mein Junge. Ich freue mich, dass ich mich in dir nicht getäuscht habe. Ich weiß nicht. Verstehe, verstehe. Ich will ja auch gar nicht wissen, wie alles gekommen ist. Bist ein diskreter Junge, O'Connor. Wirst noch einmal weit bringen. Darf ich wissen, Herr Rector, weshalb Sie mich herbestellt haben? Ich habe soeben eine telefonische Nachricht von der politischen Polizei bekommen. Du sollst sofort hinkommen, deine Aussagen machen. Aussagen? Bei der politischen Polizei? Das muss ein Irrtum sein. Ist kein Irrtum. Du weißt, um was sich handelt. Das ist nicht wahr. Gar nichts weiß ich. Was soll ich denn aussagen? Das wird man dir dort schon sagen. Und vergiss nicht, dass du einem staatlichen Institut angehörst, dass deine erste Pflicht ist, die volle Wahrheit zu sagen, ohne Rücksicht auf irgendjemand. Ich hoffe, dass ich mich auf dich verlassen kann, O'Connor. Und vergiss nicht, wenn du zurückkommst, kommst du sofort zu mir. Hallo, Nanny! Das ist aber nett. Schmecken. Was hast du denn da? Mit dir zu sprechen, Michael. Was Wichtiges? Ja. Moment. Was hast du denn? So, rede doch. Ist was mit Mutter? Sie haben sie geholt heute Morgen. Verhaftet? Sie wollten den Wolf fangen, wussten, dass er bei uns war. Den Hund hat sie aufgeschossen. Und die Wolf? Arsch und Bauch. Gott sei Dank. Wohin haben Sie Mutter gebracht? Ich muss sofort zu ihr. Das geht nicht. Du musst hier bleiben. Sie halten sich sonst fest. Dann muss ich zu Devoy. Er allein kann helfen. Komm, lass mich. Was ist denn, Michael? Ist doch passiert? Die Engländer haben meine Mutter verhaftet. Was sagst du? Das ist doch nicht möglich. Warum denn? Sie haben das ganze Haus durchwühlt. Sie haben nach Devoy gesucht. Jemand muss uns verraten haben. Sie sind da? Ich soll eine Pistole holen für Mr. Carter. Wir brauchen ein Modell, haben Waffenkunde. So, Pistole, könnt ihr haben. Hier. Eigentlich eine Waffe für einen erwachsenen Mann. Viel zu schade für eure Spielereien da oben. Danke.
Was willst du von mir? Ich hab dir doch gar nichts getan. Du hast sie verraten. Nein, du irrst dich. Ich hab's doch nur gut gemeint. Du weißt doch die Sache mit dem Vormund, du. Ich wollte herausbekommen, wer er... Du, ich habe doch nur meinem Onkel gesagt, dass er... Wärmlicher Feigling. Nein, ich will nicht, nein. Es ist wahr, hörst du, Patrick? Du darfst mir nicht tun, du. Ich bin doch dein Freund. Patrick, ich werde alles wieder gut machen, glaub mir. Sie wird rauskommen, du. Ich werde sie wieder rausholen. Ich werde mit meinem Onkel sprechen, du. Er muss sie freilassen. Patrick, du denkst doch an dich. Patrick, du machst dich ja unglücklich. Hör auf damit, der Schopf. Patrick! Halt! Und hör! Halt! Gib her das Ding! Ich hab dir ja gesagt, dass das kein Spielzeug für kleine Kinder ist. So ein Blödsinn, das wäre ja noch schöner. Wenn man immer gleich schießen wollte, wenn man jemand auf dem Magen hat, das wäre einfach. Nein, mein Junge, so geht das nicht. Geh hinunter auf deine Stube. Ich bringe das hier in Ordnung. Umbringen wollte er mich, erschießen. Sie haben's gesehen. Anzeigen werde ich ihn, er muss ins Gefängnis. Ich werde meinem Onkel sagen, halt! Sofort! Verstanden! Ich weiß ja nicht, was hier passiert ist. Aber dass eine verdammte Schweinerei im Gange ist, wenn ein Beverly seine Hand dabei im Spiel hat, dafür lasse ich mich hängen. So. Und nun nimm deinen Koffer und komm mit. Und damit du im Bilde bist. Ich habe nichts gesehen. Gar nichts. Solltest du aber trotzdem auf den Gedanken kommen, deinem feinen Onkel etwas zu flüstern, so bestell ihm gleich einen schönen Gruß von dem Sergeanten Duffy. Und der täte besser, das Maul zu halten. Und je eher du von ihr verschwindest, umso besser für die anderen. Und für dich, mein Junge. Nehmen Sie ihn nach. Wir haben in diesen vier Wänden schon manchen zum Reden gebracht. Zwingen Sie uns doch nicht, ungemütlich gegen Sie zu werden. Die gefundenen Beweise genügen voll auf, Sie einen hübschen kleinen Gallen zu bringen. Ich kann nur wiederholen, dass ich nichts von DeVoy weiß. Schön. Das werden wir ja sehen. Kommen Sie bitte. Kommen Sie nur näher, mein Junge. Die Herrschaften kennen sich. Ein Mitschüler meines Sohnes. Ja, Patrick, wie kommen Sie? Handel! Das fragen lassen Sie gefälligst uns. O'Connor, kennen Sie diesen Mann hier? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber man soll keine Geschichten. Sie haben ja keinen sanften Schulmeister vor sich, den Sie anlügen können. Ich kann mich nicht entsinnen. Ach, Sie können sich nicht entsinnen. Sind Sie diesem Mann nicht in dem Haus der Dame da begegnet? Nein. Ein Kavalier. Wie rührend. Na, dann müssen wir im Gedächtnis mal ein bisschen auf die Beine helfen. Sie haben einem unserer Agenten erklärt, dass Sie einen Mann im Schlafzimmer der O'Brien gesehen haben. Ihre Beschreibung des Mannes stimmt genau mit dem Aussehen der Voice überein. Außerdem haben Sie gesagt, dass dieser Mann den Arm in der Schlinge trug. Stimmt das? Antworten Sie! Ja. Das genügt. Na also. Nur immer hübsch die Wahrheit sagen, auch wenn es schwerfällt. Sie können jetzt gehen, O'Connor. Jetzt zu Ihnen. Ich frage Sie zum letzten Mal. In welchen Beziehungen stehen Sie zu DeVoy? Darüber verweigere ich die Aussage. Das können Sie nicht. Oder verbinden Sie vielleicht zarte Bande mit ihm? Auf diese Gemeinheit erwarten Sie wohl keine Antwort. Das ist auch gar nicht nötig. Der Aufenthalt DeVoy in Ihrem Schlafzimmer genügt vollkommen. Also, Mr. Harrison, schreiben Sie. Es dürfte die Öffentlichkeit interessieren. Die Wahrheit über Robert DeVoy, wie O'Brien gesteht. Das Neueste! Intime Beziehung! Bebo Brein für die Breitführer! Diese Schmierfinken! Jetzt versuchen Sie schon auf diese Weise. Typisch Englisch, die alte Methode. Man kämpft mit Verleumdung und Gemeinheit. Es ist klar, wo das hinzielt. Man fürchtet dich, will deine Anhänger gegen dich beeinflussen. Du sollst moralisch vernichtet werden. Das berührt mich alles gar nicht. Aber dass man diese Frau so in den Schmutz zieht, das ist einfach ekelhaft. Wir müssen etwas für sie tun. Wann geht der Transport? Morgen Abend. Sie soll nach dem Castle gebracht werden. Also morgen. Sagt Barry Bescheid. Wir werden alles versuchen, um sie zu befreien. Guck
gemein von Ihnen. Ja, ein feiner Mitschüler. Du willst es also auch Michael erzählen? Was soll ich denn sonst tun? Er war immer so anständig zu mir. Scheiße. Oder glaubst du, ich kann noch ein Wort mit ihm reden, wenn ich nicht offen zu ihm bin? Nein, nein. Jetzt habe ich mir das eingebrockt. Und nun muss ich auch auslöffeln. Trotzdem wäre es ganz falsch. Was wäre falsch? Es Michael zu sagen. Helfen kannst du ihm jetzt doch nicht. Und es ist schon schlimm genug für ihn. Ja, aber was soll ich denn bloß tun? Gar nichts sollst du tun. Warte doch ab. Später wirst du es ihm schon beweisen, dass du es nicht böse gemeint hast. Ja, ja. Ich glaube, du hast recht. Du bist ein anständiger Kerl, Rory. Wir wollen also darüber schweigen. Das verspreche ich dir. Sie haben da bei der Vernehmung, allerdings nach längerem Schwanken, na ja, das ist menschlich verständlich, in anerkennenswerter Weise zur Identifizierung der Voice beigetragen. Wir wünschen nun heute Ihre etwas aktivere Mithilfe. Ich bin kein Spitzel, Sir. Ja, das wissen wir. Ob aber Ihre Kameraden hier das glauben werden, wenn sie erfahren, welche Rolle Sie in dem Fall O'Brien gespielt haben, das scheint mir doch wohl recht zweifelhaft zu sein, hm? Sieh mal, O'Connor. Es würde neben dem erhebenden Gefühl der Pflichterfüllung auch noch gewisse Annehmlichkeiten für dich haben. Unbeschränkter Urlaub. Selbstverständlich auch das nötige Taschengeld. Nun? Ich bin bereit, Sir. Längst zurück sein. Hoffentlich hat es geklappt. Da ist er. Das Früchtchen, da wollte uns hier oben ausspionieren. Er treibt sich schon seit ein paar Tagen in dieser Gegend herum. Was ist mit Mabel? Ist sie frei? Es war nicht möglich. Die Tommys hatten den Panzerwagen eingesetzt. Wir mussten froh sein, mit heiler Haut davonzukommen. Ich habe es befürchtet. Sie konnten sich denken, dass wir einen Versuch machen würden, die Gefangene zu befreien. Also missglückt. Aber ich werde nicht ruhen, bis ich sie befreit habe. Ist das nicht? Natürlich. Du bist doch einer der beiden Freunde Michaels, die ich damals im Hause mit... Mr. DeVoy? Ich habe sie gesucht, seit Tagen. Was soll das heißen? Ich bin schuld an der Verhaftung von Michaels Mutter. Ich habe einem Mitschüler von Ihnen erzählt. Ich habe sie gehasst. So, du hast mich gehasst. Und warum? Nun? Das kann ich Ihnen nur allein sagen. Nichts durchsuchen! Ich habe doch das alles gar nicht gewollt. Glauben Sie mir doch. Ich glaube dir, Patrick, aber deine Schuld ist groß. Niemand hat in Zeiten wie den heutigen das Recht, blindlings nur seinen Gefühlen zu gehorchen. Sagen Sie mir, wie ich es wieder gut machen soll. Ich will alles tun. Die Leute vom Secret Service nehmen also an, dass du für sie arbeitest. Ja, ich soll ihnen Nachrichten in ihr Büro im Castle bringen. Es gibt da einen geheimen Gang. Mich von keinem sehen lassen. Einen geheimen Gang? Ach, das ist ja interessant. Hör mal zu, Patrick, ich will dir eine Chance geben. Du wirst diese Leute bei ihrem Glauben lassen. Verstehst du? Jawohl, Mr. DeVoy.
Wer sind Sie und was treiben Sie hier so spät? Deuten, von Deuten. Kommen Sie runter, Mann. Zu Ihnen, Sergeant. Wir machen Inventur, wie Sie sehen. Wer ist das? Das ist Huggins, mein Lagerist, sehr tüchtig, nur ein bisschen denkfaul. Darf ich mir die Gegenfrage erlauben, was uns die Ehre Ihres Besuches verschafft? Weiter! Nichts! In Ordnung, Gentlemen. Entschuldigen Sie. Aber bitte, Sie tun nur Ihre Pflicht. Sie sind fort. Du hast deine erste Probe bestanden, Patrick. Denke daran, wenn es wieder einmal hart auf hart geht. Ich werde das nicht vergessen, Mr. DeVoy. Und dann noch eins, mein Junge. Was wir miteinander verabredet haben, muss strengstes Geheimnis bleiben. Auch ich werde mit niemandem darüber sprechen. Du hast bitter genug erfahren, was ein einziges, unbedachtes Wort für Unglück anrichten kann. Also versprich mir, niemals und mit niemandem. Niemals und mit niemandem. Du darfst sogar im Straßenanzug ausgehen. Ja und? Sag, ist das deswegen, wovon du mir damals erzählt hast? Unsinn, ist doch alles schon längst vorbei. Sag mir's doch. Es ist doch nicht richtig, was du tust. Ich bin doch dein Freund. Freund? Das hat mir schon mal jemand gesagt. Und dann... Wart's doch ab. Kümmere dich nicht um mich. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Aber du, Rory... Du hast mir versprochen, den Mund zu halten. Denk daran. Vielleicht kann ich mich wenigstens auf dich verlassen. Michael, du! Ja, Mutter. Endlich haben sie dich zu mir gelassen. Und ich war schon so in Sorge um dich. Aber lass dich doch einmal ansehen. So schmal bist du geworden. Mir fehlt aber nichts, Mutter, gar nichts. Nur du. Mein Junge. Dein Vater hat auch einmal hier gestanden. Und dort drüben, wo du jetzt stehst, da stand ich. Er wollte, dass du einmal sein Werk zu Ende führen solltest. Das war sein letzter Wunsch. Das will ich, Mutter. Wenn Gott mir hilft. Wie geht es eigentlich deinen Freunden? Hat Patrick... Von unbekannten Personen darf nicht gesprochen werden. Jawohl, Mr. Brown. Was macht denn deine Arbeit? Geht es voran? Ja, bald ist es soweit. Nur noch ein paar Tage. Unsere Lehrer sind sehr zufrieden. Die Zeit ist um. Du hast mich wieder froh gemacht, Michael. Nun werde ich ruhig warten. Ja, Mutter. Warte. Die neuen Bücher für mich schon angekommen? Ja, ich habe sie Ihnen zugelegt. Sie können sie sich ansehen. Was Neues? Es geht los. Freitagabend, 9 Uhr. Haltet euch bereit. Na, endlich. Tennysons Gedichte. Darf ich Ihnen das einpacken? Ja, bitte, Mr. Laden. Miss Parker, Sie wünschen gewiss etwas Neues zum Lesen. Kitty, suchen Sie doch mal etwas Passendes für Miss Parker aus. Sie wissen doch, was recht Spannendes. Und wieder mit viel Liebe. So, Mr. O'Brien. Schreiben Sie es bitte zu dem Übrigen auf die Rechnung. Doch. Natürlich. Das ist doch Harrison. Einer von diesen Lumpen von Sekretär. Da sehen Sie. Das ist ja interessant. Das war doch ein Junge von euch. Ja, Patrick O'Connor, ein Mitschüler von mir. Mitschüler? Also doch.
Herr Breit hat recht gehabt. Er ist ein Verräter und ich wollte es nicht glauben. Sei doch leise. Man müsste herausbekommen, was er für Heimlichkeiten mit diesem Schlüssel hat. Das werde ich schon herausbekommen. Und wenn ich die Wahrheit mit eigenen Händen aus ihm herauspressen müsste. Bei Ihnen findet man doch immer wieder das Passende, Mr. Dell. Wo es so schwer ist, Sie zufriedenzustellen, gnädige Frau. Hast du ihm noch den genauen Plan gegeben? Ja, Mr. DeVoy. Es war furchtbar. Ich bin mir beinahe wirklich wie ein Verräter vorgekommen. Ich weiß, es ist schwer für dich, Patrick, aber ich will ganz offen zu dir sein. Hör mal genau zu. Die Engländer werden aufgrund dieses Verrates eine Versammlung einiger unserer bekanntesten Leute ausheben. Sie werden ihre Truppen von hier zurückziehen, weil sie glauben, dass sie mit diesem Fang unseren Aufstand auf Jahre hinaus niedergeschlagen haben. Verstehst du? Ja. Umso vernichtender werden wir sie treffen, wenn wir trotzdem losschlagen. Und dann sollen auch die anderen wissen, was du für uns getan hast. Ist das bald? Sehr bald, mein Junge. Bis dahin nimm dieses Zeichen. Es wird dir Kraft geben. Es ist das Beste, was ich habe. Bewahre es gut, es ist ein Vermächtnis des toten O'Brien. Ich wollte es einmal seinem Sohn übergeben. Trage du es so lange an seiner Stelle. Ja, Mr. DeVoy. Ich will es bewahren. Für Michael. Ihr wisst also, worum es geht. Es ist ein gewagtes Spiel, das wir beginnen. Das ist klar. Unser Schicksal ist besiegelt, wenn der Aufstand misslingt. Das weiß DeVoy. Er wird nicht misslingen. Achtung! Sie kommen! Setz dich! Macht's gut. DeVoy wartet. Wir haben hier den genauen... ...mit dem kleinen Chaos gearbeitet. Sobald wir Waffen haben, können wir losschlagen. So lange müssen wir warten. Im Dezember wird es soweit sein. Es wäre falsch, den Kampf früher anzufangen. Noch sind wir nicht genügend gerüstet, um unsere Leute noch nicht auszubilden. Aber bis... Hey! Hände hoch! Ach, der tüchtige Lagerist, Mr. Higgins. Wir kennen uns doch. Der Teufel soll sie holen. Und da ist auch der Ehrenwerte, Mr. Decken. Welche Freude. Ganz auf meiner Seite. O'Connor, meine Mutter wurde von den Engländern ins Gefängnis geworfen. Du bist schuld daran. Michael, hör mich doch an. Mike, du stehst im Dienste der Engländer. Du bist ein Spion. Das ist nicht wahr. Ich bin kein Verräter. Ich habe doch gesehen, wie du einem dieser Leute vom Secret Service einen Zettel zugesteckt hast. Du wirst uns jetzt sagen, was auf dem Zettel stand. Hörst du? Das kann ich dir nicht sagen. Es war kein Verrat. Glaube mir. So habt ihr doch Vertrauen. Du bist nicht nur ein Lügner. Glaubt mir doch. Du bist doch ein Feigling. Zum letzten Mal. Wirst du jetzt sagen, was auf dem Zettel stand? Nein. Gut. Jetzt Wasser mit ihm. Patrick O'Connor, willst du reden? Nein. Wir verlieren nur unsere Zeit mit ihm. Seht ihr, freiwillig wieder nicht da. Es soll reden, ins Wasser mit ihm. Runter. Redest, lassen wir dich frei, hörst du? So rede doch, Mensch. Ich kann nicht, Michael. Runter, nochmal.
hochziehen! Operationsplan. Im Winter sollte der Aufstand in ganz Irland losbrechen. Der Boy? Nein, aber die ganze Kampfleitung mit O'Neill und Barry an der Spitze. Ah! O'Neill! Willkommen, die Herrschaften. Das Spiel ist aus, Mr. O'Neill. So geht mit dem heutigen Tage wieder ein Schuljahr zu Ende. Viele von euch verlassen uns. Von morgen ab seid ihr freie Bürger des britischen Staates und könnt tun und lassen, was ihr wollt. Vergesst nie, dass England euch in der großzügigsten Weise und mit weitgehendster Unterstützung eine Erziehung hat angedeihen lassen, die in der ganzen Welt für vorbildlich gilt. England hat viel für euch getan. Seid euch dessen würdig. Es rechnet auf eure Dankbarkeit. Werdet ein Vorbild für eure irischen Landsleute. Bleibt gute britische Patrioten. Und jetzt verbrennt nach altem Brauch die Bücher und Hefte. Entzündet das Feuer. Es lebe der König!
nicht um mich. Geht. Man braucht jeden von euch. O'Toole soll die Führung übernehmen. Sag ihm Bescheid. Er steht in der Nähe vom Zollgebäude. Ja, O'Toole, ich sag's ihm. Ich kann sie doch hier nicht allein lassen. Ja, Gott, wo bleiben die denn mit der Ware? Nee. Jawohl. Mein Junge. Sie dürfen nicht sterben. Gott, wir glauben. Auf zu und zu. Zeig ihnen den geheimen Gang. Dann müssen sie dir glauben. Was willst du denn hier? Du Lump. Ich bin kein Lump. Ich habe alles für DeVoy getan. Für DeVoy? Für den Secret Service. Ich habe dich selbst gesehen. Mit dem Agenten. Das ist doch alles gar nicht wahr. Er kann es doch bezeugen. DeVoy. Es wird hell. Da haben Sie es leichter. Geht einen geheimen Gang. Geben Sie mir einen Teil Ihrer Leute. Zeig Ihnen den Weg. Was sagst du da? Was weißt du? Komm mal her. Ich habe alles angelegt. Wir sind eingeschlossen wie der Fuchs im Bau. Also gut, dass dieser Bau noch einen Ausgang hat. Also gut. Aber wenn du uns verrätst. Hey! Deine Gruppe, mitkommen! Thank you.
Patrick O'Connor. Was willst du hier? Ich kann dich jetzt nicht brauchen. Du kriegst hier Nachrichten. Truppen sind gelandet. Was? Komm her! Kette. Nimm sie. Devoy gab sie mir für dich. Michael, mein Freund. Behalte die Kette. Du allein hast sie verdient. Denn du gabst mehr als dein Leben. Du gabst deine Ehre.